Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 1 gegen 2. Mit dabei wieder Mr. Mine. Mr. Salz. Außerdem Special Guest Joachim Bublatt. Nee, das geht nicht. Hätte ich uns gerade fast full geholt. So, jetzt müssen wir mal gewinnen hier, Cyrock. So geht das nicht. Ich bin schon in deren Base, von daher. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Da wollte er mich blocken. Das war ja frech. Komm, wir lenken die mal ab. Step versuche hier. Ihr müsst zusätzliche Güter. Das ist schlecht. Zarok, lebst du noch? Oder möchtest du nicht mehr mit mir reden? Offensichtlich letzteres. Wenn ihr euch gefragt habt, ob unsere Teamdynamik noch schlechter werden kann, ja. Aber solange es da gut spielt, ist ja alles gut. Nee, jetzt hast du es abgebrochen. Es war schon in Ordnung, das zu bauen. Jetzt baut er ein Stargate. Und knistert in sein Mikrofon. Sogar ein Lückenstalker. Ist der Lückenstalker aus der Lücke gegangen. So. Was meinst du denn, soll ich spielen, Zarok? Ich überlasse dir jetzt die Wahl. Weil es ist viel besser, wenn ich mich nicht aufrege. Dann spielen wir einfach das, was du willst. Dark Souls. Dark Souls, mal. Ja gut, dann spielen wir Dark Souls. Ah, nee, das ist ein Scheißspiel. Es ist so nicht richtig. Auch. Warum fahren meine... Achso. Ich habe gehört, Zarok hat gesagt, ich soll Doppel-Robo spielen. Das haben wir alle gehört. Deshalb mache ich das jetzt. Ich habe überhaupt keine einzige Einheit. Komme aber auch nicht aus der Lücke raus. Ist in Ordnung. Ich spiele jetzt Schwachsinn, dann können wir die Schuld auf mich schieben. Alles gut. Zarok gewinnt das Spiel jetzt mit einem Oracle und dann freuen wir uns. Und leben glücklich bis ans Ende unseres Lebens. Jetzt werd mal fertig, Robo. Ja. Shift-Klick. Sehr gut. Jetzt musst du weg, weil es sind zwei Queens. Oh. Einer Queen wäre okay, aber zwei sind zu viele.
habe noch dieses gesamte Spiel keine einzige Einheit auf dem Hotkey gelegt. Nur mein Nexus und meine Robos. Wenn der Gegner übrigens Mars Air spielt, ja, ist halt. Ja, wäre halt nicht so gut für mich, ne? Ich probiere einfach diese Folge ein paar Sachen aus. Guck mal, jetzt bin ich derjenige, der uns hier aus Versehen einbaut. Aber das ist schon alles nicht so schlimm hier. Bin da zuversichtlich. Ich lebe weiter. Oh. Erstmal vor durch den Overlord fliegen. Immer eine gute Idee. Ja, mach ich doch! Remi auf! Erstmal nochmal durch den Overlord fliegen. Oh, was kam da? Ach, nur Drohnen. Das ist in Ordnung. Der andere ist jetzt Terran. Hallo? Du auch? C und aufgehen? Nach Hause? Er ist noch nach Hause gekommen. Finde ich gut. So, da waren viele Roaches. Und Vikings. Ich habe keine Energy mehr. Bei dir kommt irgendwas. Musste kaufen bei homerj.de, glaube ich. Dann kann er wieder ein. Mach mal den Overlord bitte kaputt. Gott. Ich nehme erst den Chantling aus. Außerdem habe ich halt auch nicht so viel an Geschieße. Ich danke, dass du den Overlord kaputt machst. Achso, du hast nicht so viel. Okay. Ja, und der Rest kommt jetzt, aber kommt nicht durch die Wall. You guys went to micro school. Wie kann man eigentlich Geis so schreiben? Ja, ich weiß auch nicht. Franzose wahrscheinlich. Wie, dann wäre das ja Gies. Nee, aber ich kann mir das tatsächlich vorstellen. Dass die Franzosen sind. Kann ich mal fragen. Hast du Minerals? Nee. Okay. Ja, oh, oh, ich hab gesehen, was du machst. Geil, geil. Ja, ich hab schon gedroppt damit. Micro-Guys und so. Hab auch fast alles verloren dabei. Sag, du stehst mit deinen zwei Oracles über einer neuen Base vom Gegner. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Ja, ich mach. Wenn ja, finde ich, ist eine gute Idee. Ich bin jetzt sehr positiv, diese Folge. Eigentlich wollte ich jetzt ein paar Immortals bauen, aber irgendwie hat das nicht so geklappt. Ein Neuanfang. Man muss die bestimmt auf einen anderen Hotkey legen, ne? Das ist der Neuanfangsauslösknopf. Der löst den Neuanfang aus. Ihr sollt dahin gehen, nicht darunter. Meine Fresse. Versteht ihr das? Österreich muss gehen. Versteht ihr das? Wo ist eigentlich? Ich habe doch vorhin ungefähr vor 3 Stunden Fieldbeacon gebaut. Wo ist der hin? Achso, oder hat er den abgebrochen? Du hast 5 Stargates, aber kein Fieldbeacon. Das eine ist, glaube ich, nicht auf dem Hotkey. Weil da baust du nichts. Oder du hattest kein Geld. Oder ich bin supply-blocked. Ja, aber dann wird das anders angezeigt werden. So, ich baue mal neue Gates. Ich baue die am besten direkt hier an der 4. Base, damit die Gegner die direkt rausnehmen können, oder? Ja, ein solider Plan. König Arthas würde sagen, ein solider Plan. Kennst du noch König Arthas? Ja, und meine Immortals sagen, ihr neu diene ich. Oh, ich habe den Gegner gefunden. Oder eher du. Oh, oh. Ich eile. Ja. Ich habe was getroffen. Aber ich habe jetzt keine mehr. Also hast du nee, wir haben beide keine Detection, ne? Warte, ich muss kurz welche bauen. Ich glaube, die Basis werden wir verlieren, weil da sind ziemlich viele Lurker eingegraben. Die Vikings sind das Problem. Nee, die sind nicht so schlimm für mich.
Die müssen erst landen. Schon. Jetzt sind sie gelandet. Jetzt sind sie auch ein Problem für mich. Du hast mit dem nichts getroffen. Ich hab jetzt gleich Detection. Zeig deine Voltres fliegen irgendwo Warum? Auf die andere Seite der Map. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Wenn ja, gute Idee. Mir gefällt der unterwürfige Nergorix nicht. Jetzt er wieder plusmäßig alleine, jetzt hat er verloren. Wir haben sogar die Basis gerettet. Und wieder ein erfolgreicher Tag für das Spitzenteam. Hier steht noch was. Eine Hydra. Die ist tot. Die hat doch irgendwo eine Twilight-Kanzel gebaut. Vielleicht wird er irgendwann mal Upgrades mitnehmen. Upgrades ist ein gutes Stichwort. So Leute, ich habe uns jetzt mal ein Gedächtnis an, an bessere Zeiten, habe ich mich jetzt mal eingebaut hier. Habe ich uns jetzt hier eingebaut. Die Familie würde ich nicht tun, mich einbauen, mich viel zu gut fühlen. Wenn Zauber jetzt Ultras, ach nee, der ist ja auch Protoss. Du hast diesmal eher, da kannst du dich überhaupt nicht beschweren. Ja, du bist ja auch der Beschwer, Gorix. Ich habe einen Stalker irgendwo. Aber ich habe ganz viel abgenommen, ich bin gar nicht mehr so schwer. Muss ich mich hier nicht mit denen unterhalten? Was ist denn das für ein... Nee, was? Wo kann Menü, das denn? Ein Dreieck. Menü, genau, stimmt, genau, das ist es. Oh, ich, Lurker an meiner neuen Base. Hey, nicht eingraben, Lurker, das wäre unfair. Oh, Den ganz Lurker viele an der neuen Base. Aber er rennt wieder weg. Hast du einen Observer? Ja, das ist auch gut. Einfach bimseln. Wenn du gegen die Heilers verlangen könntest, dann könnte ich auch mitmachen. Ja. Ich hab jetzt keine Dingens mehr hier. Aber aus irgendwelchen Gründen habe ich tausende Gates gebaut und kein Stalker überhaupt. Hier ist ein Tank! Da ist ein Tank! What? Wo kommt der? Ja, Waypoint Trail würde ich sagen. Was will der Worker da hier? Ich hab auch keinen Blink. Hilfe! Manager-Assistenz, sofort! Ja, Karen, was ist denn los? Boom! Oh, der Tank, den mach ich. Ich finde das scheiße, dass man das Raptor nicht einfach Arm-Move machen kann. Oh, ich hab keine Dings mehr. Schlecht! Ah, Stalker sind auch eine gute Einheit, habe ich gehört. Ja, gegen, ich habe Probleme. Ja, ich lebe noch. Wir halten so lange, bis du wieder was hast. Ja, da bin ich gespannt. Da kommen nämlich jetzt 380.000 Kollegen und landen. Da kommt der Bahnhof und nimmt die gelandeten Gebimsen auseinander. Oh, jetzt fliegt er wieder, jetzt ein Problem. Nee, du hast genug. Wenn du Upgrades hast, akzeptable. Naja. Ich hab 1-0, höre ich. Ja, ich finde, Mensch. Das ist sehr akzeptabel. Da ist wieder was. Dinge. Das ist nicht der Problem. Ich sollte vielleicht mal einen Switch spielen, oder? Was meinst du? Irgendwas wird gegen... Aber er hat halt Vikings. Ich kann jetzt nicht damit Koloss bauen. Oh. Nee. Das ist unfair. Ich habe hier gerade nichts. Wenn du Gas hast, nehme ich. Ja, du wirst gerade abgeräumt an der anderen Stelle, weil du mir helfen willst. Sehr nett. Ich gebe dir gleich Gas. Aber ich muss kurz erst wieder saturieren. Ich glaube, die Base werden wir aufgeben müssen. Und mit so einem ganz einfachen Ablenkungsmanöver kriegt man uns, Sarok. Ist das nicht traurig? Geh doch attackieren, du Lümmel. Also ich habe einige Vikings getötet, aber nicht alle. Aber viele sind auch angeschlagen. Nee, hier sind ja immer noch Linge. Ich dachte, die hättest du genommen. Nee, mach mich fertig. Ja, dann würde ich sagen, ist leider jetzt vorbei. Wie konnte das passieren? Wir sind doch das Traumteam der Träume. Aber irgendwie haben die viel, viel mehr als wir. Und zwar von allem. Immer noch mal Kebams und Kebams. Luft. Das, das Problem ist halt diese 38.000 Vikings. Ja, die sind für mich nicht so wild, aber ich habe halt nicht genug, um gegen den Rest zu bestehen. Ich finde die Hydras halt viel schlimmer.
glaube, du hättest früher auf Carrier switchen müssen. Nein. Aber ich habe halt auch nichts. Ja, Voltres sind halt wieder gegen die Hydras noch. Ja gut, gegen die Vikings geht's, aber... Also ich hätte dir vorhin Geld gegeben, ne? Nur, dass du das... ja, ich hätte auch behältst. Jetzt sind hier tausend von Tanks noch. Greif doch das an, was wichtig ist, meine Freunde. Und wir clearen das sogar nochmal. Aber es kommt halt nichts mehr nach, weil alle meine Bases abgerissen wurden. Ja, tötet die Vikings, dann kann Syrok leben. Keiner kann leben, während der andere überlebt. Linge! Oh, die Linge. Da hab ich jetzt nicht so die geilen Einheiten gegen. Lurker! Dann mach mich jetzt nicht tot! Ja. Ja, gegen die Lurker. Ich kann auch nicht mehr unter dich rennen, weil da sind so viele Lurker. 30.000 Vikings sind nicht mehr haltbar. Hätten wir Storm gebraucht. Ja, aber das hätte ich nicht mehr switchen können. Du hast ja gesagt, ich soll Doppel-Robo spielen, also. Ja, ja, ja. Storm hätte uns... Ich muss mal hier aus dieser Unterhaltung mit diesen komischen 13-Jährigen hier raus. Ich möchte mal sagen, dass uns Storm hart gerettet hätte. Sowohl gegen die Hydras als auch gegen die Vikings. So. Aber ich würde sagen, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr habt beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben ist es wieder vorbeiklicken. Und das war's von mir. Und einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.